Und jetzt möchte ich gerne die Barbara Schad vorstellen, die diese Diskussion leitet. Herzlich willkommen, Barbara. Herzlich willkommen Ihnen allen zu Hause an den Bildschirmen und sehr herzlich willkommen meinem wunderbaren Panel für heute Abend. Vielen Dank, Stefan, dass du dich als unser Host darum kümmerst, dass das alles funktioniert. Wir würden gerne als erstes ein paar Fragen in das Publikum stellen und wenn Sie dazu einfach durch Handheben melden und uns wissen lassen, welche der vier Fragen, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, bei Ihnen zutrifft, damit wir eine ungefähre Vorstellung haben, ob Sie eine Erfahrung mit Corona-Abbrüchen etc. haben. Also die erste Frage ist, wurde eine Produktion, für die Sie tätig waren, abgesprochen oder verschoben? Unser Host zählt. Wir zählen jetzt 27 gehobene Hände von insgesamt sind es 30, es steigt noch 32 von 118 Zuschauern jetzt insgesamt. Okay. Wir sind sogar schon bei, na, es geht hoch bis auf 34. Gut. Dann wäre die nächste Frage, drehen Sie in den nächsten 2 Monaten wieder oder sind Sie in Vorbereitungen für diesen Dreh? Da haben wir 48 erhobene Hände, 49. Na toll. Letzte Frage, stellen diese Maßnahmen eine Einschränkung Ihrer Kreativität dar? Manche wissen es noch nicht so genau, offensichtlich, aber Ja, also steht jetzt Ihnen haben noch bevor. wir pendeln uns ein bei 40. Es haben sich auch wieder Hände gesenkt. Also 40, 41. Manche wissen, können sich nicht ganz entscheiden. Vielen Dank. Wir haben es noch nicht erlebt. Wir bedanken uns sehr herzlich für dieses Meinungsbild. Und noch einmal, ich begrüße Sie zum Webinar der Deutschen Akademie für Fernsehen, Drehen in Corona-Zeiten. Dieses Thema hat natürlich, wenn man die Fragestellung so formuliert, eine ganze Reihe von Aspekten. Praktische Handlungshilfen, Schutzmaßnahmen, Abstandsregeln und andere Regeln mehr. Es steht aber auch die Frage an, welche Einschränkungen gibt es beim Spielen für die Autoren, beim Schreiben, bei der redaktionellen Planung? Mit diesem Themenkomplex wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich darf Ihnen jetzt erst einmal unsere Panel-Teilnehmer vorstellen. Als erstes ist da Lisa Maria Potthoff. Herzlich willkommen. Sie ist Schauspielerin und hat gerade gedreht. Frauke Gose, herzlich willkommen, ist Maskenbildnerin und Fachkraft für Arbeits Sicherheit und Mitglied in der Vereinigung Wir sind ein Team. Dann haben wir Katrin Löffler. Sie ist Maskenbildnerin und ebenfalls hat sie im Team Wir sind ein Team mitgearbeitet. Dann begrüße ich Lara Höltgemeier. Sie ist Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk und die leitende Redakteurin für das Daily Sturm der Liebe. Sebastian Neitsch begrüße ich auch herzlich. Er ist Leiter und ebenfalls Mitglied bei Wir sind ein Team. Und last but not least freue ich mich, dass auch Jochen Greve, Drehbuchautor, heute Abend mit auf unserem Panel sitzt. Ich würde jetzt, damit alle vielleicht ein bisschen einen gleichen Informationsstand haben und auch das Publikum ein bisschen mehr Faktisches erfährt zu dem, was diese Handhabung, Regelungen etc. anbelangt, Herr Neitsch, bitten wir uns zu erklären, was ist Wir sind ein Team? Was ist das für eine Art von Vereinigung? Wie ist sie entstanden? Wer hat da mitgemacht? Wer hat das Regel? Und dann noch ein paar anschließende Fragen hinterher. Herr Neitsch, bitte. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Wir sind ein Team, ist ein loser Zusammenschluss, ein mehr oder weniger spontaner Zusammenschluss auf Initiative von Jo Langen. Das ist der Inhaber von der Dienstleistungsfirma Jola Rent. Alle, die am Set waren, haben sicherlich schon mal irgendein Fahrzeug, Aufenthaltsmobil oder Maskenmobil oder Kostümmobil von dieser Firma gesehen. Den sehr früh der Gedanke umgetrieben hat, unter welchen Bedingungen dann die Arbeit in unserer Branche wieder aufgenommen werden könnte. Das war im April
Und zu diesen Bedingungen hat er sich mit einigen Kollegen und Kolleginnen, die er kannte, ausgetauscht und hat man sehr schnell beschlossen, dass man da doch mal noch mehr Leute dazu holen möchte, aus möglichst vielen Gewerken, und da irgendwas zu Strukturiertes als Ergebnis zu bekommen. Innerhalb von ein paar Tagen ist die Anzahl der Teilnehmer an einer Online-Plattform, die Jo Lange eingerichtet hat, dann schon auf 80, 90 Leute angestiegen. Und man hat sich in Arbeitsgruppen organisiert, um tatsächlich für unterschiedliche Gewerke und unterschiedliche Themenstellungen kleine Arbeitsgruppen zu bilden und die Themen weiter zu verfolgen. Im Grunde genommen ist es so, dass die Grundfrage, die sich gestellt hat, ist, welche Tätigkeiten müssen aufgrund der Pandemiebedingungen angepasst werden? Und niemand weiß das besser als diejenigen Leute, die diese Tätigkeiten selber ausüben. Und das ist für uns ein wichtiger Punkt gewesen, einfach das Know-how, was in der Branche steckt, und tatsächlich zu nutzen und zusammenzubringen, so dass man voneinander lernen kann, und sei es nur durch kleine Anregungen, auch aus anderen Abteilungen, mit denen man vielleicht in der Tätigkeit selber gar nicht so viel gemein hat. Das Ergebnis wurde dann zweierlei. Zum einen haben wir tatsächlich bemerkt, dass es ein grundlegendes Rahmenkonzept braucht. Und zum anderen war uns aber auch wichtig, dass es wirklich direkte Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen für die Filmschaffenden gibt, die noch einen deutlich stärkeren Praxisbezug aufweisen sollen und ein paar Erläuterungen und Möglichkeiten in ganz alltäglichen Dingen enthalten sollen, als es jetzt in einem Konzeptrahmen jemals möglich gewesen wäre. Das heißt, zwei Richtungen. Einmal ein Konzept als Signal in die Branche und auch nach außen. Wir standen sehr früh mit Fachkräften für Arbeitssicherheit in Verbindung, auch mit der BGE-TEM eigentlich von Anfang an im Austausch. Und das Ergebnis des Konzepts ist dann tatsächlich auch in den Arbeitsschutzstandard oder in die Handlungshilfe, besser gesagt, die die BGE-TEM dann entworfen hat, auch, mit eingeflossen. Was unsere Arbeit tatsächlich kennzeichnet, ist die Kollaboration und der Austausch und die Transparenz. Das heißt, jeder, der interessiert war, konnte Teil von Wir sind ein Team werden und sich dort informieren. Bei uns liefen dann auch sehr, sehr schnell sehr viele Informationen, auch selbst aus anderen Ländern, zusammen, um zu gucken, was passiert eigentlich, in welchem Umfeld arbeiten wir hier eigentlich gerade. Und jetzt gibt es ein Regelwerk. Wie anerkannt ist dieses Regelwerk? Wie verbindlich ist dieses Regelwerk für Produzenten und alle Beteiligten, die in den verschiedenen Gewerken dann am Drehort arbeiten? Da gibt es zwei Dinge zu sagen. Die Produzenten haben sich inzwischen in Bezug auf dieses Regelwerk und auch den zugrunde liegenden Arbeitsschutzstandard vom Bundesministerium für Arbeits und Soziales sehr genau festgelegt. Sie sehen es als verbindlich an und sehen es auch in einigen strategischen Zielen, die für unsere Branche noch erreicht werden müssen, als wichtig an, dass ein gewisser Branchenstandard jetzt dadurch tatsächlich definiert ist. So unbequem, wie er an einigen Punkten auch sein mag. Aber dieser Branchenstandard ist notwendig, um zum Beispiel das nächste Ziel für die Branche erreichen zu können, nämlich vielleicht doch sowas Ähnliches wie ein Ausfallfonds oder eine Rückversicherung für zukünftige Geschehnisse. In dem Moment, wo es so eine Versicherung geben wird, zählen nicht nur alleine Vorschriften, Regeln und Gesetze, sondern es zählt tatsächlich die Beurteilungsfähigkeit dessen, was wir tun, auch für die Versicherer, also von wem auch immer dann diese Finanzmittel freigesetzt werden. Und das setzt voraus, dass es dazu Standards gibt, die dann einzuhalten sind. Im Moment wirkt es noch so, dass viele Produktionen sich an diesen Standards noch nicht so eng orientieren. Das ist für mich aus einer Sicht heraus durchaus entschuldbar, weil die Produktionen, die jetzt arbeiten oder die auch inzwischen schon unterbrochene Projekte vielleicht abgedreht haben,
konnten auf solche Standards noch nicht zurückgreifen, auch noch nicht auf die Modelle und Entwürfe von Wir sind ein Team oder von wem auch immer. Die mussten sich wirklich alles selber ausdenken und sie mussten sich ausschließlich darauf verlassen, dass sie das, dass ihnen das Richtige einfällt und sie das Richtige tun, um die Mitwirkenden und auch natürlich die Interessen des Projektes angemessen und zielführend zu schützen. Und das sieht natürlich jetzt an vielen Stellen ganz unterschiedlich aus und wird sich aber jetzt sehr, sehr nahe Zukunft sicherlich angleichen und an diesem Standard orientieren. Es gibt noch Befürchtungen darüber, was denn geschehen könnte, wenn nun doch etwas passiert. Selbst wenn die Regeln eingehalten worden sind, gibt es einen Corona-Fall. Und wer haftet dann? Gibt es dann Strafen? Werden Szenen aus Filmen rausgeschnitten, wo man sehen kann, dass die Regeln nicht wirklich eingehalten werden? Gibt es darüber schon irgendwelche Vereinbarungen oder Gespräche? Oh, drei Fragen auf einmal. Was zu geschehen ist, wenn ein Corona-Fall auftritt, wird im Einzelfall entschieden werden und das werden die Gesundheitsämter vor Ort entscheiden am Ende des Tages. Denn jeder Corona-Fall ist meldepflichtig, das heißt, die Gesundheitsämter sind zu informieren und die werden dann auch die angemessenen, aus ihrer Sicht angemessenen Maßnahmen treffen. Das ist noch ein Punkt, warum die Anwendung dieser Regeln relativ wichtig ist, weil dazu gehört auch eine Dokumentation von den angewendeten Schutzmaßnahmen. Und wenn zum Beispiel dokumentiert ist, wer überhaupt anwesend war, an welcher Betriebsstätte, ist relativ leicht zu beurteilen von außen, wie viele Menschen potenziell betroffen sein könnten. Und danach würde sich im Zweifelsfalle auch die Entscheidung richten, ob man jetzt eine Betriebsstätte, ich sage es jetzt mal bewusst neutral, komplett stilllegen muss oder ob man da auch punktuell eingreifen kann. Es wäre nichts fataler, wenn jetzt wegen eines Corona-Falls, ich sage mal, bei einem Baubühnenmitarbeiter, der irgendein kommendes Motiv vorbaut, ein positiver Fall festgestellt wird und deswegen plötzlich der Dreh gestoppt würde. Und das darf nicht passieren und deswegen muss man da sehr genau dokumentieren, was man macht und wer betroffen sein könnte und wer wo ist. Wer wann wo ist. Ja. Und Haftungen, Strafen, Schnitte? Strafen, ja. Ja, die Nichteinhaltung von Gesetzen und dazu zählen auch die Infektionsschutzgesetze und auch die Arbeitsschutzvorschriften und Gesetze, die sind bußgeldbewehrt, ganz klar. Die Infektionsschutzgesetze der Länder, die Länder haben ihre unterschiedlichen Bußgeldkataloge. Wie hoch das sein kann im Maximalfall, weiß ich nicht. Dass davon jetzt die Verwertung eines Produkts, in unserem Falle eines Films, betroffen sein könnte, ist ausgeschlossen. Es steht nirgends geschrieben, es geht um ganz normale Bußgeldkataloge. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass sich irgendjemand tatsächlich ernsthaft anmaßen würde, anhand einer Filmszene zu beurteilen, unter welchen Bedingungen das tatsächlich entstanden ist, weil das weiß inzwischen, glaube ich, die halbe Welt. Und wir werden es auch als Lösungsmöglichkeit verwenden, dass mit VFX und allen möglichen Tricks doch ziemlich viel möglich ist beim Film, was dann anders aussieht, als es eigentlich war. Vielen Dank, Herr Neitsch. Dann wollen wir mal das Thema Handhabungen, Regelungen etc. In Ihrer formalen Betrachtung ein bisschen verlassen. Ich möchte gerne mal in die Runde fragen, und zwar, wenn es geht, von jedem von Ihnen erstmal nur eine kurze Antwort. Wie läuft es denn jetzt eigentlich unter den Corona-Bedingungen? Hat sich viel für Sie geändert oder hat sich noch nicht viel für Sie geändert? Und wie schauen Sie da drauf? Vielleicht, Lara, fängst du mal an. Ihr dreht ja schon wieder richtig, ne? Ja, wir drehen schon wieder richtig. Also für uns war das natürlich am Anfang jetzt erstmal Trial and Error. Vieles umgestellt, jetzt sehr kleine Teams, am Anfang auch, bevor wir wussten, ob es funktioniert oder nicht, darauf verzichtet, die älteren und Risikogruppenmitglieder dabei zu haben. Jetzt im Moment, ich war in den ersten Wochen extrem frustriert und irritiert auch. Jetzt langsam gewöhnen sich aber alle dran. Wir testen regelmäßig und werden jetzt
für emotionalere Szenen die Leute in Quarantäne schicken für ein paar Tage. Ne? Also die Paare, die sich näher kommen sollen, werden jetzt einfach dann entsprechend getestet, in Quarantäne gesteckt, wie es die Empfehlungen ja auch vorschlagen. Und auch der Umgang wird natürlicher. Also trotz der Distanz gewöhnen sich jetzt alle ein bisschen mehr dran und die Hoffnung. Also das heißt, am Anfang war es sehr unnatürlich. Ja, am Anfang war es extrem, also keiner wusste genau. Wir haben auch die Proben erst dann mit Maske gemacht. Das heißt, erst beim Drehen haben sich die Leute angeschaut. Das war dann auch irritierend. Jetzt machen wir die Proben ohne Maske. Und ja, die Unsicherheiten werden halt auch im Alltag jetzt einfach geringer. Also letzte Woche war ich noch total frustriert, diese Woche sage ich... Ja, es hört sich schon ganz anders an inzwischen. Ja, ja, das ist wirklich anders und ich glaube, wenn wir das hinkriegen mit dem Pensum, was wir haben, habe ich wirklich Hoffnung für die normal gedrehten Formate, die ja auch viel mehr Möglichkeiten haben mit Schnitten und mit Gegenschüssen und Großaufnahmen, dass da wirklich dann doch die Emotion noch wieder zurückkommt. Spielbar ist, ja, genau. Vielen Dank, Clara. Frau Potthoff, Sie haben gerade gedreht, aber nicht in einer Serie, wenn ich es richtig verstanden habe. Wollen Sie uns ein bisschen erzählen, wie das war beim Dreh? Ja, wir haben einen Film angefangen, Anfang März, der dann unterbrochen wurde nach ungefähr der Hälfte der Drehtage. Also wir hatten noch 10 Drehtage zu absolvieren. Die haben wir dann angefangen tatsächlich mit als erste Produktion neben den Studioproduktionen Mitte Mai. Also nachdem es immer hieß, na, vielleicht schaffen wir es Ende April anzufangen, vielleicht Anfang Mai. Und dann war unser Stichtag der 11. Mai, erster Drehtag, und haben den Film erfolgreich zu Ende gedreht. Erfolgreich so, denke ich, dass wir qualitativ keinen Verlust haben, dass der Film sehr würdig dem ist, was wir auch ohne Corona-Bedingungen gehabt hätten. Das liegt an dem tollen, konzentrierten Team. Also wir hatten kein reduziertes Team. Wir haben mit voller Besetzung gedreht. Das heißt, 35 Leute am Set. Es wurden natürlich Veränderungen vorgenommen. Es wurden teilweise Motive nach draußen verlegt, um diese viel zitierten Aerosole nicht unbedingt immer in engen Räumen auszuschütten. Wir haben strenge Vorgaben gehabt, wie wir drehen. Die hat die Produktion, wie Sebastian schon gesagt hat, erstmal ohne eine klare Richtlinie der BGE-TEM erarbeitet. Und ich denke, wir haben das gut hingekriegt. Wir haben uns weitestgehend an alles gehalten, was ging. Der Regisseur, das Fazit des Regisseurs war, und das kann ich sehr gut verstehen, dass es auch einen Vorteil hatte, unter Corona-Bedingungen zu drehen, nämlich, dass es eine sehr konzentrierte Atmosphäre gab. Wir daddeln nicht so viel an den Handys, wir sind nicht so unkonzentriert, alle sind fokussierter auf das, was zu tun ist. Was mir fehlt dabei natürlich ist die Leichtigkeit. Dieses permanente Überprüfen von was ist erlaubt, was nicht, in welche Sperrzone darf ich eintreten, um mir einen Cappuccino hingestellt zu nehmen. Das sind Sachen, die führen dazu, dass man sehr fokussiert und konzentriert arbeitet. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir bald auch wieder anders Filme machen können. Und natürlich. Ja. Entschuldigung, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mal Frauke Gose fragen, ob sie denn in der letzten Zeit als Kostümbildnerin gearbeitet hat oder ob sie stattdessen sich nur für Wir sind ein Team engagiert hat. Ich bin keine Kostümbildnerin, ich bin Maskenbildnerin. Ich habe gar kein Problem. Und ich habe tatsächlich mich hauptsächlich auf diesen Plattformen bewegt, um Maßnahmenkataloge zu erarbeiten. Das ist im Moment das Hauptaugenmerk gewesen. Und da würde ich ganz zum Sebastian noch mal was sagen, also zu der ersten Frage wegen Strafen und solchen Sachen. Diese Maßnahmenkataloge sind ja genau dafür gedacht, um ein Arbeiten möglichst sicher zu gestalten.
und dadurch wirklich die Gefahr einer Verbreitung der Krankheit entgegenzuwirken, sodass eigentlich wir ja alle bemüht sind, da einen sicheren Arbeitsrahmen zu schaffen. Und wenn das tatsächlich so laufen würde, im Idealfall würde es gar keine Infektionen geben. Ja, das wollen wir ja natürlich alle hoffen und wünschen. Also genau. Dafür haben Sie sich die Mühe ja gemacht. Genau, und das ist leider das, was ich jetzt halt eben von einigen Kollegen erfahre, die arbeiten, dass es da Probleme gibt, dass es zum Teil eben sich gar nicht so nah daran gehalten wird. Und ich glaube, das ist die große Sorge, die ich weitaus mehr habe. Was passiert, wenn dann jemand wirklich erkrankt und man halt sehen kann, dass es eben nicht diese ganzen Maßnahmen eingehalten worden sind? Ja, das wäre natürlich wirklich sehr schade, weil das allen auch schaden würde und nicht nur dieser einen Produktion, fürchte ich mal. Frau Löffler, berichten Sie doch mal, ich lese immer, dass die schärfsten und schwierigsten Bedingungen in diesen Handhabungen, die in diesen Handhabungen formuliert wurden, für die Maskenbildnerinnen anfallen. Ja, das liegt einfach grundsätzlich an der Sache, dass man uns von der BGE-TIM aus mit den Friseuren und den Kosmetikern gleichgesetzt hat. Es gibt kein eigenes Konzept oder keinen eigenen Richtlinienkatalog nur für Maskenbildner. Nun hat ein Friseur oder auch ein Kosmetiker nie Setarbeit. Das ist einfach so. Und deswegen mussten wir jetzt die Maßnahmenkataloge, die es gibt, für Kosmetiker und Friseure nehmen und sie versuchen, in unsere Arbeitsweise einzubauen und auch versuchen, ein für uns handlungsfähiges Konzept zu erstellen, dass wir mit diesen, nach diesen Richtlinien, die wir vorgesetzt bekommen haben, die wirklich nicht speziell für uns gedacht sind, dass wir trotzdem uns daran halten können. Das führt zu einigen Schwierigkeiten und ich verstehe viele Kollegen, die der Meinung sind, dass sie so nicht arbeiten können, weil das natürlich auch unwahrscheinlich Disziplinen ist. Und auch jetzt gerade, wenn wir in die Sommerzeit gehen und man sich als Maskenbildner gerade, wir müssen uns ständig verhüllen, sobald der Schauspieler, an dem wir direkt arbeiten, wir unter die 1,50 gehen und wir und der Schauspieler keine Maske trägt, dann stehen wir dort mit einer FFP2-Maske, unter der es unwahrscheinlich schwer ist zu atmen. Länger als 75 Minuten. Ich arbeite aktuell auch nicht an einem Set, sondern ich schenke meine Zeit Vollzeit, wir sind ein Team. Aber ich setze mich hier regelmäßig hin und trage die FFP2-Maske, um mich selber auch dran zu gewöhnen, weil es ist unwahrscheinlich schwer, dadurch zu atmen. Dann hat man noch das Gesichtsvisier oder die Schutzbrille auf, was dann die Sicht noch in gewissen Teilen einschränkt. Man hört sich ständig selber. Das wird für die Kollegen unwahrscheinlich anstrengend, sich daran zu halten. Aber es geht um den Schutz der Schauspieler und es geht um unseren Schutz. Nur wenn wir uns daran halten, können wir das Team schützen. Weil wir als Maskenbildner sind die Ersten, die angesteckt werden können, wenn jetzt zum Beispiel ein Schauspieler auch mal von einem anderen Set kommt und dort der Corona-Fall noch nicht bekannt ist und er dann auf uns trifft. Und wir tragen es dann ins Team. Deswegen müssen wir unwahrscheinlich vorsichtig sein und sollten wirklich mit aller nötigen Sicht, dass wir unsere Kreativität ausleben können, wirklich versuchen, alle Regeln einzuhalten. Wir arbeiten jetzt gerade mit der BGE-TIM daran oder versuchen es, dass wir einen eigenen Maßnahmen, also eine eigene Richtlinie bekommen, damit wir auch Setarbeit quasi von der Seite der BGE-TIM betrachtet wird, die ja jetzt in den Friseuren- und Kosmetikerrichtlinien nicht drin sind. Aber wir hoffen der Dinge und sind am Verhandeln, das, was da kommt. Ja. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Fragen jetzt mal Jochen Grewe. Jochen, alle Filme fangen mit einem Buch an, mit einer Geschichte. Was passiert da im Moment gerade? Welche Anforderungen oder Forderungen oder Widersprüche erlebst du mit Büchern, die du jetzt gerade schreibst, beziehungsweise Büchern, die eigentlich jetzt gedreht werden sollten? Ja, das ist... als ich das gelesen habe, die Arbeitsrichtlinien, da ist mir ein
Passus aufgefallen. Darf ich den kurz vorlesen? Ganz kurz. Das heißt Anpassung des Drehbuches zur Vermeidung von Szenen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Zum Beispiel körpernahe Szenen wie Umarmungen, Begrüßungen und Szenen mit hoher Personenzahl. Das ist natürlich völlig einsichtig. Ich möchte das auch gar nicht in Frage stellen. Eben sagte ja auch die Kollegin, der Sinn ist es, die Arbeit sicherzustellen. Meine Sorge, und da habe ich erste Dinge eben auch persönlich schon erfahren, ist, dass es natürlich weitergeht und langfristig inhaltliche und damit ja eigentlich zensurelle Probleme auf sich wirft, weil ich bestimmte Dinge nicht schreiben darf, die dann auch später auch nicht gedreht werden, um von vornherein bestimmte Dinge zu vermeiden. Und die zweite Sache, die ich auch inzwischen sehe, ist, dass es dazu führt, um die Mehrkosten, die dadurch entstehen, aufzufangen, dass die Teams verkleinert werden. Nicht bei allen Produktionen, aber bei einem Teil der Produktionen. Um auf den ersten Punkt zu kommen, ich persönlich habe das schon erlebt, ich weiß es auch, weil ich auch das gelesen habe, es gibt interne Ansagen, um es mal vorsichtig auszuformulieren, möglichst keine Schauspieler über 50 zu besetzen bei bestimmten Produktionen. Ich persönlich wurde angehalten, keine Kussszene zu schreiben, was wir dann mit meinem Partner auch ganz schnell ändern konnten. Natürlich, das ist auch noch nicht ein wirklicher Eingriff in meine Geschichte gewesen. Aber da sehe ich erste Ansätze, wie eben, ich habe gerade auch eine Drehbuchbesprechung gehabt vor 2 Stunden, wo natürlich das immer schon mitschwingt, geht das überhaupt, können wir das machen, Autofahrten etc. Das schränkt natürlich in Zukunft immer mehr die kreative Seite, also wie soll ich sagen, eben die inhaltliche Seite des Films ein, wenn wir alles dem Arbeitsschutz unterordnen. Das ist meine Sorge, dass wir das beobachten müssen, ob das wirklich A, Auswirkungen auf die Geschichten hat, langfristig, und B, ob es genutzt wird, um Dinge durchzusetzen, wie kleinere Teams, billigere Dreharbeiten, also die im Augenblick nicht billiger sind, weil natürlich die Hygienemaßnahmen Geld kosten, aber die natürlich in der Folge, wenn man gesehen hat, auch das geht doch auch so, sich dann natürlich fortsetzen werden. Ich glaube, dass es da Unterschiede gibt zwischen, also das ist auch meine Erfahrung, zwischen Serien, wo eben sehr viel gedreht wird, die auch für ein bestimmtes Zielgruppe gemacht sind, oder natürlich hochpreisigen Fernsehspielen in kleinen Reihen. Da wird sicher anders gearbeitet werden, aber das Hauptgeschäft sind ja Serien, nicht nur langlaufende wie Sturm der Liebe, sondern ja auch die ganzen Vorabendserien oder die Stundenserien des ZDFs. Und ich bin ganz sicher, also wenn ich das falsch ausdrücke, ich habe die Sorge, dass sich das durchsetzen wird, dass man dort Qualitätsstandards runtersetzt, jetzt in der Krise, und sich das halten wird. Die inhaltlichen Fragen, das muss man sehen, wie lange das jetzt anhalten wird. Ich denke, das wird natürlich später sich dann widerlegen. Aber im Augenblick ist es, wenn man das ernst nimmt, was da steht, praktisch unmöglich, eine Liebesgeschichte zu schreiben. Beim Krimi geht es noch, aber da erzählten Stunt-Leute gestern schon, dass sie natürlich nicht mehr engagiert werden. Der Stunt ist das Erste, was rausfliegt, die Schlägerei. Da kann man dann kreative Lösungen finden. Das ist auch wieder lustig. Ich habe gerade gehört, dass statt Verfolgung und Niederringen wurden die Verbrecher in einen Tiefkühllaster gelockt und die Tür wurde zugemacht. Damit waren die auch kaltgestellt, im wahrsten Worte. Aber wenn das eben länger andauert, wird das schwierig für einen Großteil der Programmherstellung, weil das eigentlich vom Inhalt her, vom Sinn her des Films, also hohe Emotionalität, eine Enge, vielleicht viele Komparsen, schwierige Drehorte, auch da steht ja drin, man soll möglichst gucken, dass die Drehorte so gewählt sind, dass Leute sich dort 1 Meter Abstand halten, 1,50 Meter Abstand halten können. Alles verständlich, ich kann das alles nachvollziehen, führt aber sofort dazu, dass ich hier eine Ansage kriege, schreibt das nicht irgendwie in der Bauernkarte, sondern draußen. Ja. Lara, wie erlebst du diese Auswirkungen? Ich will mal eine Hypothese in den Raum werfen. Nico Hoffmann hat vor 2 Tagen dem Chefredakteur von Kapital ein ausführliches Interview gegeben und
der hat dann gesagt, bei uns werden Bücher nicht geändert. Wenn jemand jemanden küssen muss oder sich geprügelt werden muss, dann kommen die Leute in Quarantäne. Das kann ein großes Unternehmen wie die UFA vielleicht einfach auch so sagen, weil sie sich die Mehrkosten, die da entstehen, auch leisten können. Der BR hat ja, du hast ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ihre Einteiler, Mehrteiler auf den Tischen liegen haben und die sich überlegen müssen, was machen wir jetzt damit? Schiebt ihr jetzt erstmal einen ganzen Drehbuchberg vor euch her? Also von den Kollegen weiß ich es jetzt nicht. Es auf jeden Fall wird nicht groß kommuniziert, dass jetzt großes Drama ausgebrochen wäre oder man jetzt irgendwie alles wegschieben müsste. Bei uns hat es natürlich am Anfang unglaublich viel mehr Arbeit gegeben, weil wir natürlich Vorlauf haben und wahnsinnig viel umschreiben mussten oder also die Autoren mussten das alles umschreiben. Jetzt haben wir das in den aktuellen Büchern halt, dass immer Alternativen auch drinstehen. Und natürlich habe ich gerne Küsse, wenn wir die Quarantäne nicht einhalten können, muss man halt irgendwie damit arbeiten. Aber also ich finde, also ich meine, wir leben von Liebe und Leidenschaft und ihr wisst ja alle, wie frustriert ich auch letzte Woche noch war. Ja, aber eure Serie heißt Sturm der Liebe dann. Ja, genau. Ja, genau. Und wir werden jetzt dann auch leider erstmal ein paar Blöcke haben, die nicht so besonders leidenschaftlich sind. Aber ich glaube, dass die Entscheidung mit den regelmäßigen Testungen und der Quarantäne sehr gut ist, weil sonst das geht einfach nicht anders. Man kann nicht eine Versöhnung erzielen, ohne dass man sich in den Arm nimmt. Ne? Aber es ist immer ein Balanceakt natürlich und es sind Kosten, klar, keine Frage. Und man muss natürlich auch die Bereitschaft der Schauspieler haben, zu sagen, okay, dann gehen wir halt die Woche in Quarantäne. Schwierig. Da sind Sie gefragt. Eine Woche in Quarantäne, was würden Sie dazu sagen? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, also das mit der Quarantäne ist eine unglaubliche Belastung, stimmt ja auch. Man kann eventuell die Familie lange nicht sehen oder den Partner. Wie sehen Sie das? Da bin ich jetzt gefragt. Ja. Okay, Entschuldigung, das habe ich gerade nicht gehört. Also ich würde auf jeden Fall in die Quarantäne oder es gibt ja auch diese Quasi-Quarantäne gehen. Ich finde das eine für mich gute Lösung, weil es ja kein Zeitraum ist von jetzt 2 Wochen, sondern ich glaube, es ist die Rede von 5 Tagen. Mhm. Ich habe es in Hamburg, als wir jetzt gedreht haben, selbstverständlich auch so gemacht, dass ich in so einer Art quasi Quarantäne war. So konnten wir von Fall zu Fall auch mal eben bei einer Probe schon die Maske abnehmen oder haben eben dieses FFP2 die FFP2-Maskenlösung gehabt. Das heißt, einer hatte eine FFP2-Maske auf, der andere konnte sich dann sehr wohl unter 1,5 Meter nähern. Das finde ich eine gangbare Lösung. Ich finde, wir müssen, also es muss keiner, es muss jeder Schauspieler für sich entscheiden, aber für die Menschen, die arbeiten wollen, müssen wir Lösungen finden, die kreativ bleiben. Das sehe ich genauso wie Jochen Drewe. Es macht mir große Sorgen, wenn wir anfangen, Bücher umzuschreiben, weil es sind nicht nur die Liebesfilme, die leiden, sondern ich habe es bei Sarah Kohr ja jetzt erlebt. Das ist ein Film, der sehr actionlastig ist. Wir haben Kämpfe, wir hatten Verfolgungsjagden. Es fängt aber bei einem einfachen Dialog an, wo Herbert Knaup mir eine Akte überreicht, wo wir am ersten Drehtag hektisch noch, weil keiner wusste, es gab noch gar keine Richtlinien, jedes Mal diese Akte desinfiziert haben und aus versucht 1,5 Meter Entfernung diese Akte versuchen zu überreichen. Das waren Situationen, wo ich genauso wie Frau Höltgemeier unglaublich frustriert nach Hause ging und nur sagte, so wird kein einziger Film mehr gedreht, wenn wir, es kann keine Berührung stattfinden. Wir haben am ersten Drehtag eine Gangszene gedreht, wo eine Komparsin an uns vorbeigehen sollte in einem Gang. Das sind alles Dinge, die dann im Grunde nicht möglich sind oder, wenn es so bleibt, weiter nicht möglich sein werden. Wir haben den Film gut hingekriegt, weil wir haben uns auch immer wieder testen lassen. Wir Schauspieler, die wir sehr eng aufeinander waren, in dem Fall Sebastian Blomberg und ich.
Und ich bin jetzt auch in Vorbereitung auf den nächsten Film, der im August startet. Und dieses Drehbuch ist Gott sei Dank nicht umgeschrieben worden, weil ich glaube, dieser Film, kein direkter Liebesfilm, würde aber trotzdem einfach nicht, wir könnten ihn nicht drehen. Und ich bin sehr froh, dass er nach wie vor in Planung ist. Und da gehe ich wirklich sehr gerne in Quarantäne, weil ich im Moment mehr Sorge um unsere Branche habe, als direkt davor, mich mit dem Virus zu infizieren. Und ich bin bereit, alles Mögliche zu tun, dass wir hygienische Bedingungen haben. Aber ich denke, es müssen Lösungen gefunden werden, die uns arbeiten lassen. Und ich kann nur alle beruhigen, die noch nicht am Set waren. Ich glaube, man kann gut arbeiten, auch wenn man sich dran hält. Und es gibt Situationen, wo man auch als mündiger Schauspieler und Mitarbeiter mit anderen entscheiden kann, so lösen wir das und können es verantworten. Und so haben wir das getan in Absprache mit allen Anwesenden am Set. Und ich glaube, das gesamte Team ist mit einem guten Gefühl rausgegangen, ohne eine permanente Angst zu haben. Und was ich dringend noch sagen möchte, weil es hier zweimal auch aufkam, was mir große Sorge macht und was immer wieder durchklingt, was ich auch mehrmals schon jetzt von anderen Stellen gehört habe, wir schützen die älteren Schauspieler, das ist schön und gut, aber ältere Schauspieler müssen auch arbeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein älterer Schauspieler finanzielle Probleme hat, ist im Moment viel größer, wenn er nicht arbeitet, als sich mit Corona zu infizieren. Und ich glaube, wenn jetzt konstant Bücher umgeschrieben werden und Schauspieler ab 50 und 60 nicht mehr arbeiten können, finde ich das ein extremer Fall von Altersdiskriminierung, der mir massive Sorgen bereitet. Ich denke, es gibt sehr viele Schauspieler über 50 und 60, die arbeiten wollen. Und wenn man die Hygienestandards am Set einhält, müssen diese Altersgruppen auch arbeiten dürfen. Die können wir nicht rausschreiben aus den Büchern. Das ist, finde ich, eine Situation, die ist grauenhaft. Ja, das wäre sicher eine scharfe Form von Diskriminierung. Lara, du hast gesagt, ihr habt am Anfang die älteren Darsteller ein bisschen zurückgenommen, aber jetzt... Genau, 2 Wochen. Ja. Also wir haben die 2 Wochen rausgeschrieben mit verschiedenen Geschichten, einfach weil wir gucken wollten, wie läuft es am Set, wie funktioniert es. Jetzt sind sie wieder da. Oh, Bildabnahme, es ist einfach, es geht gar nicht ohne unsere älteren Schauspieler, ja. Und also ich habe auch vor 2 Wochen oder so wurde das vor Ort thematisiert mit den älteren Schauspielern und ich dachte, die machen alle einen Scherz, ne? Aber es ist tatsächlich, jetzt Jochen hat ja vorhin auch gesagt, so, dass ältere Schauspieler rausgeschrieben werden, ich finde das auch fatal. Ich finde das fatal und ich verstehe es auch überhaupt nicht, weil unsere Formate brauchen diese Altersgruppe auch. Also egal welche. Ne? Wir ohne die Großeltern oder das ist ja wie, also ich weiß gar nicht, wie man das auch juristisch durchkriegen sollte. Dann kann man ja auch sagen, jeder, der Asthma hat, darf nicht mehr drehen. Und was machen wir mit den Mitarbeitern? Also soll ich jetzt alle Maskenbildner, die über 50 sind, was ist denn mit denen? Also das ist ja, also ich weiß nicht, wer auch immer sich das ausgedacht hat, aber das verstehe ich nicht. Und Frau Gose, Sie wollen unbedingt was dazu sagen. Bitte. Nein, aber es ist genau das Ding. Das ist ja eine Diskriminierung von bestimmten Gruppen. Also es gibt eine ganze Anzahl von älteren Maskenbildnern. Und wir haben da ja auch ein paar hier Teilnehmer dann dabei und auch andere, die einfach nicht vor der Kamera sind, die 50 überschritten haben und trotzdem arbeiten wollen. Ja, und das sollen. Das wäre schön. Dich wollte ich fragen, wie weit geht das mit diesem Ansinnen, Rollen für ältere Darsteller lieber nicht in den Büchern unterzubringen? Du meinst mich, ja. Ich kann das konkret. Anhand Jochen haben wir nicht. Ja, ich hatte den ersten Satz nicht gehört. Kann das konkret eben nur an dem festhalten, was ich hier so gesehen habe.
welche Ansagen man da kriegt. Ich will das ja auch nicht verallgemeinern, aber ich verstehe auf der anderen Seite natürlich auch die Produktionsfirmen, die das ja auch erklären. Und natürlich sind nicht alle groß, haben sowieso Probleme, die Maschine wieder anlaufen zu lassen. Ich habe auch gehört, was ich interessant fand, dass natürlich vor der Krise oder am Anfang der Krise gerade diese Risikogruppen am meisten darauf gedrängt haben, die Drehs abzubrechen. Wurde auch als Argument mir gegenüber gesagt, warum man jetzt sozusagen die Risikogruppe dann möglichst auch gerne nicht dabei hätte. Ich denke, viele dieser Dinge wird man alle nicht sehen, weil die tatsächlich in der Drehbuchphase besprochen werden, wie die Geschichte. Ja, und da gibt, und das ist, wir sind hier jetzt am Anfang, wie wir das umsetzen wollen. Und ich will das ja auch nicht negativ sehen, sondern positiv so. Wie kann man das hinkriegen, dass das nicht eintritt? Das ist meine Sorge. Ich höre ja nur die ersten Ansätze davon. Ich meine, Bücher schreiben sich ja leider nicht so schnell und sind ja auch in einer großen Vorproduktion von mindestens einem halben Jahr oder einem Jahr, bevor da überhaupt ein Dreh gedacht wird, werde ich ja angesprochen. Also insofern gibt es da nicht so viele Erfahrungen im Augenblick. Obwohl, ich habe auch letztens gerade wieder ein Buch, da wurde ich auch gefragt, ob man da was kürzen könnte. Das war ein völlig normales Buch, ohne großen Aufwand. Aber da muss natürlich wegen der teuren Dreharbeiten jetzt 100.000 Euro eingesperrt werden. Nochmal. Ich würde gerne auch zurückfragen da an euch vom Wir sind ein Team. Das ist ja jetzt hoffentlich nicht in Stein gemeißelt. Oder wie man sich darüber Gedanken machen könnte, dass diese Diskriminierung nicht stattfindet. Ich persönlich sehe das als tatsächlich auch für mich, für meine Arbeit als Einschränkung, wenn ich bestimmte Dinge nicht schreiben darf, weil es sozusagen dem widersprechen würde, was aufgestellt ist. Also wie gesagt, Größe der Drehorte, da wir nur noch selten im Studio drehen, in der Regel in der Realität, wird das natürlich bei jedem Arbeiterfilm in einer kleinen Wohnung schon schwierig. Und da ich lang genug im Geschäft bin, weiß ich, dass diese Dinge alle bei mir ankommen werden. Weil man von vornherein sagt, muss das denn sein? Kannst du das nicht anders machen? Da können wir uns einen großen Sack Probleme gleich mal sparen. Also ich glaube, das muss man im Auge behalten, um nicht durch die Hintertür völlig unbemerkt, weil kein Mensch fliegt deswegen raus, er wird nur höchstens nicht eingestellt oder bestimmte Geschichten werden nicht gemacht. Diese Gefahr sehe ich da eben. Frau Löffler, eine Frage. Haben Sie denn in Wir sind ein Team auch darüber schon mal beraten, wie lange man diese Maßnahmen brauchen wird? Gibt es irgendeinen Faktor R, ab dem Sie sagen, nun kann man es nachlassen? Oder haben die Berufsgenossenschaften gesagt, es gilt jetzt mal bis zum Datum dann und dann und dann werden wir überprüfen, ob wir diese strengen Regelungen noch brauchen oder ob wir mit lockereren Maßnahmen weitermachen können? Das hängt nicht von uns ab. Wir sind, wir fühlen uns gebunden an das, was die BGITIM für uns vorgibt. Danach richten wir unseren Maßnahmenkatalog und solange die BGITIM keine Lockerungen rausgibt für das Drehen, können wir den passen wir den Maßnahmenkatalog nicht an. Wir versuchen tagaktuell, zum Beispiel ist es ja immer noch so, dass in einem Bundesland in Deutschland gesichtsnahe Behandlungen nicht klar definiert erlaubt sind. Somit haben wir in unserem Maßnahmenkatalog oder in unserem Arbeitspapier aus der AG Maske auch immer noch die drinstehen, dass wir halt keine gesichtsnahen und wie man umgeht mit keine gesichtsnahen Behandlung. Erst wenn das wieder für alle Bundesländer erlaubt ist, nehmen wir das raus und da schalten wir innerhalb von 1-2 Tagen, ändern wir dann unser Arbeitspapier. Und da unterliegen wir leider einem Impfstoff oder einer Besserung. So lange wird sich da nicht was dran ändern. Aber Rocco und Sebastian können da sicherlich auch noch einiges zu sagen. Ich wollte gerade sagen, ich würde da gerne direkt dran anknüpfen. Es ist nicht so, dass unser Schicksal jetzt in der Hand von der BGITIM liegt. Was die BGITIM ausgearbeitet hat, letztendlich mit unserer Unterstützung, weil die BGITIM ist eine Berufsgenossenschaft, die für diverse Branchen zuständig sind und wir sind da auch nur eher so eine Randerscheinung, sage ich mal.
das Papier ist schon mit dem Input aus der Branche entstanden. Ich wage mir nicht auszumalen, was da drin gestanden hätte, wenn es diesen Input nicht gegeben hätte. Genauso sieht es, kommt die nächste Kaskade in dem Arbeitsschutz. Die Initiative, der Standard geht vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus. Das ist am 16. April veröffentlicht worden. Und da sind die Grundzüge des Schutzes in der momentanen Pandemiesituation skizziert. Die BGE-TEM hat sich schon im Zuge eines politischen Prozesses schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat überhaupt für unsere Branche ein Quarantäne- und Testsystem in ihr Papier reingeschrieben, welches keiner anderen Branche außer den Profifußballern prototypisch bis jetzt gegeben ist. Ohne diese Initiative würden wir hier nochmal ganz anders über den Einfluss auf die Kreativität im Film sprechen müssen, leider. Dann noch ganz kurz dazu, warum jetzt für die Maskenbildner wiederum nochmal eine andere berufsgenossenschaftliche Regel gilt als für die anderen Filmschaffenden. Es werden hier keine Berufe bewertet und es werden hier keine Abteilungen bewertet, sondern es werden die Tätigkeiten bewertet. Und Katrin hat eben schon dargelegt, inwieweit sich ja nun die Tätigkeit von Maskenbildnern, vielleicht von Kosmetikern und Friseuren ja durchaus an einigen signifikanten Punkten unterscheidet. Aber Tatsache ist, die Tätigkeit als solche ist eine gesichtsnahe Tätigkeit und die wurde bewertet und tatsächlich auch eine Lösung dafür gefunden, mit allen Einschränkungen und Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und genauso ist es auch mit dieser Quarantänemaßnahme. Das ist für uns momentan eine wunderbare Lösung, um unsere Branche wieder in Gang zu bringen. Und ich glaube, darum geht es auch, auch im Sinne der Kreativität und auch im Sinne der Filmkunst, unsere Branche wieder am Laufen zu halten überhaupt und die Filmkunst über eine, hoffen wir alle, sehr kurze Periode doch darüber hinweg zu retten und dafür bestimmte Abstriche in Kauf zu nehmen. Ich spiele hier, glaube ich, gerade mit dieser Aussage den Buhmann, aber ich fürchte, da führt bis zu einem gewissen Grad kein Weg dran vorbei. Bei den Drehbuchänderungen, das ist ein schwieriges Thema, weil das bisher so niemand auf dem Radar hatte, dass auch in den vergangenen 10 bis 15 Jahren oder zumindest seit das Thema Arbeitsschutz mal so systematisch in unsere Branche reingetragen wurde, unterliegen Drehbücher bereits einer Gefährdungsbeurteilung. Bisher handelt es sich zum Glück immer um Problemstellungen von Gefährdungen in der Durchführung von bestimmten Szenen, die mit Branchenmitteln und Branchen-Know-how zu lösen waren. Nichtsdestotrotz musste das bewertet werden und um der Regie letztendlich auch eine Hilfestellung geben zu können, wie bestimmte Szenen, Lisa hat gerade einen extrem stuntlastigen Film gemacht, wie solche Sachen tatsächlich umgesetzt werden können und machbar gestaltet werden können, die in den Drehbüchern drinsteht. Das Gleiche gilt jetzt für diese Pandemiesituation und das ist extrem unangenehm, weil es plötzlich so durchdringend für alle transparent wird, an welchen Stellen das überall Auswirkungen haben kann, aber auch ganz klar, an welchen Stellen Möglichkeiten bestehen. Ich sehe die Pandemie als ein dickes Bündel Reisig, das mit einer Lösung, mit einer Maßnahme, mit einem Knick nicht zu brechen ist, sondern man muss sich die einzelnen Äste vornehmen und versuchen, bei jedem Einzelnen anzufassen und gucken, was geht und was nicht geht. Und es ist mir völlig klar, dass die Drehbuchautoren das Problem nicht lösen können. Und ich verstehe es auch sehr, sehr gut, dass sie es auch nicht alleine wollen. Aber in der nächsten Stufe der Kaskade kommt die Regie und die auch in der Situation ist, ihren Namen am Ende für das kreative Gesamtwerk oder die Umsetzung des kreativen Gesamtwerks hinhalten zu müssen. Und vor schier unlösbare Aufgaben gestellt wird, wenn nicht schon vorher alle möglichen, auch alle kreativen Möglichkeiten in Betracht gezogen worden sind, wie man etwas lösbar umsetzen kann. Frau Bose, Sie wollten dazu auch noch was sagen? Ich wollte jetzt eben noch mal was zu Ihrer Frage an die Katrin sagen. Also wir sind ein Team als Plattform, haben ja uns eigentlich bereit erklärt, einen Maßnahmenkatalog zu schaffen,
damit wir überhaupt arbeiten können. Was ja von der Regierung halt auch gesagt worden ist, bringt einen vernünftigen Plan und dann dürfen wir arbeiten. Also ist dieser, finde ich, dieser Maßnahmenkatalog eine Handhabung halt, die auf ehrenamtlicher Basis geleistet wurde, damit die unterschiedlichen Gewerke, und ich finde das ganz fantastisch, dass so viele verschiedene Gewerke dort wirklich das Fachwissen reingetragen haben, um etwas an die Hand zu geben, sodass wir sicher arbeiten können unter dieser Pandemie. Dass wir nicht als das Organ sind, über die Pandemie-Maßnahmen zu spekulieren und zu sagen, wann das wieder aufgehoben wird. Ich glaube, da sind wir wirklich die falsche Stelle. Okay, vielen Dank. Ich denke, wir sollten jetzt so langsam mal vielleicht auch die Fragen aus dem Publikum zulassen an unsere Panel-Teilnehmer hier. Ich möchte noch eine Frage vorher an Lara, Frau Potthoff und Jochen vielleicht stellen. Ich komme noch mal auf das Interview von Nico Hoffmann zurück, der gesagt hat, auf die Frage, wann wird denn Corona selber zum Thema werden? Gemeint hat, also in den Dailies oder in den Serien, die in relativ kurzen Abständen ja laufen, wird man sicher Corona als allererstes zu sehen bekommen. Und da macht es ja dann auch einen gewissen Sinn. Lara schüttelt schon den Kopf. Nein. Aber in einem, sagen wir, Kinofilm oder einem großen Fernsehspiel oder so, meint er, wird Corona sicher nicht so schnell thematisiert werden. Sein Beispiel war Bad Banks, das 10 Jahre gebraucht hat, bis nach der Finanzkrise dann auf den Bildschirm gekommen ist. Wie seht ihr das? Also ich kann schon mal sagen, sag was. Wie bitte? Sag was. Ja, also bei uns ist natürlich, ja, wir sind daily, aber wir geben uns ja größte Mühe, Eskapismus zu bedienen. Und ehrlich gesagt hat von uns gar keiner Ambitionen, das Thema auf den Schirm zu bringen. Wäre vielleicht eine Notlösung gewesen, wenn es jetzt wirklich mit einfach wir das nicht irgendwie in den Griff kriegen würden. Aber ich glaube, wir bleiben doch hoffnungsvoll, dass wir eine schöne Welt erzählen können, in der Corona keine Rolle spielt. Also jetzt für uns persönlich, aber bei den Dailies sicherlich. Also bietet sich natürlich geradezu an. Ne? Da müsste man dann die anderen Kollegen von den privaten Sendern vielleicht fragen. Ich finde das, wir haben ja schon darüber gesprochen, ich glaube, ich finde das nicht für alle Formate oder nicht für alle Filme, aber fände das ja überhaupt kein Problem, wenn man das einbaut in die Handlung. Das würde, abgesehen von, angefangen vom Krimi, aber bis zu allen anderen Genres auch, ein Füllhorn schöner Ideen würde mir sofort einfallen, wieso die Maske scheiße ist, ich sie aber tragen muss und warum ich dann nicht mit zu Porto komme. Da kann man wunderbare Szenen draus bauen. Sicher nicht für jedes Format, aber warum überlegen, das würde ich anregen, dass man das mal überlegt, ob man das nicht einfach wie selbstverständlich, ohne das zu thematisieren, einbaut, so wie inzwischen ja auch jede Liebesszene immer vor dem Hintergrund von AIDS stattfindet. Das wird auch nicht mehr so erzählt wie in den 70er oder 80er Jahren, weil es eben normal ist und jeder Zuschauer weiß, das geht ja gar nicht. Man könnte ja auch fragen, ob die Zuschauer nicht sogar verhältnismäßig bald, und es wird ja noch eine Weile dauern mit der Pandemie, das erwarten, dass das sich irgendwo auch zumindest in kleinen Teilen widerspiegelt, dass da eben doch einer eine Maske absetzt, wenn er in den Raum kommt. Einfach so, ganz nebenbei, en passant. Weil es ja dann noch zusehends weltfremd wirkt, was wir herstellen. Ja. Sonst natürlich, dass es als eigenes Thema wird es sicher ein paar Ideen inzwischen schon geben, das verhältnismäßig zeitnah auf den Markt zu bringen. Mit allen anderen Folgen hat der Nico sicher recht, wenn er sagt, das muss sich erst mal setzen, wie bei der Wirtschaftskrise, bei der Finanzkrise hat es 10 Jahre gedauert, das war nach der Maueröffnung. Ähnlich oder nach anderen schlimmen Ereignissen hat es erstmal viele Jahre gedauert, bis die Leute einen Überblick überhaupt in ihrem Kopf hatten und über die Gesamtsituation und dazu irgendwie auch einen künstlerischen Ausdruck gefunden haben. Also das glaube ich, da gebe ich ihm recht. Sonst meine ich aber,
fände ich, ich könnte mir viele Formate vorstellen, warum, in denen das einfach nur ganz normal vorkommt, dass Leute eine Maske tragen oder absetzen. Und ich, mir würde sofort ein Füllhorn schöner Szenen dazu einfallen, wie man das einbauen könnte. Die Frage ist natürlich, ob Zuschauer das in 5 Jahren dann noch sehen wollen. Das verstehe ich auch. Ja, ich glaube, Dreh mit Maske. Also als Bestandteil der Rolle, die sie spielen. Ja, ich glaube, die Frage wird sein, wie lange uns die Maskenpflicht beschäftigt. Wenn ein Impfstoff Anfang nächsten Jahres kommt, dann werden alle Filme, die wir jetzt mit Maske drehen würden, Ende nächsten Jahres sozusagen eine Erinnerung sein an 2020, die Zuschauer entweder sehen wollen oder nicht. Das ist ja das die große Ungewissheit, die jetzt häufiger schon angesprochen wurde, inwiefern wird sich unsere Gesellschaft massiv auf lange Zeit verändern müssen oder ist es ein Zustand von wenigen Monaten? Tatsächlich habe ich vor 2-3 Stunden das erste Mal einen Gedanken dazu gehabt, der nächste Film, den ich drehen werde im August, der wird viele Konferenzen in einem Konzern, stattfinden, in einem Pharmakonzern. Und ich habe einen befreundeten Anwalt gefragt, ob ich nicht einen Tag bei ihm mitlaufen darf, weil er in einem Pharmakonzern arbeitet, um mal zu gucken, wie die Strukturen sind. Und er sagte, naja, im Moment läuft alles über Zoom-Konferenzen und wer weiß, ob wir jemals so wieder diese Konferenzen haben werden. Und da wiederum dachte ich, okay, also die Maskenpflicht, denke ich, ist etwas, was wahrscheinlich mehr eine Erinnerung wird, sobald ein Impfstoff da ist, weil die Leute auch froh sind, sie im Beruf und im Privaten nicht immer tragen zu müssen. Aber tatsächlich wird es ja vielleicht Veränderungen im beruflichen und gesellschaftlichen Leben geben, wie zum Beispiel das vermehrte Homeoffice, die Konferenzen, die wir jetzt hier auch gerade haben, die vielleicht filmisch, vielleicht drehen wir das dieses Jahr und es wird sich 2021 sehr retro anfühlen und schon kann man sagen, ich habe einen historischen Film gedreht. Weil es nicht mehr gesellschaftlicher Standard ist. Ich glaube tatsächlich, dass viele Fragen da noch nicht beantwortet werden können. Und wir schwimmen ja alle, nicht nur bei, was ist FFP2 und wie dürfen wir drehen, wie nah dürfen wir uns dann kommen. Und ich glaube, wir sind alle noch ein bisschen am Suchen und am Finden. Hoffentlich am Finden. Ja, hoffentlich am Finden ist ein schönes Stichwort. Ich würde jetzt unseren Host Stefan Ottenbruch bitten, uns mal mit Fragestellern zu verbinden und uns zu sagen, an wen Sie welche Frage richten wollen. Ja, liebe Bauer, vielen Dank. Ich schließe gleich an dieses Thema Maskenpflicht. Eine Regisseurin schreibt, ich bin für einen Dreh gebucht, der spielt in der U-Bahn. Dort herrscht ja Maskenpflicht. Es wird ja unrealistisch, wenn wir das ohne Masken drehen oder historisch. Moment, ist das hier? Der Dreh wurde verschoben. Ich zweifle momentan, ob er so stattfinden wird. Wie wird mit Masken als Teil unserer Realität umgegangen? In Geschichten, Drehbüchern, was wird da geplant? Ich denke, wir haben da jetzt schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt. Ich würde da ergänzen wollen, dass wir auch abhängig sind von Motivgebern und deren eigenen Sicherheitskonzepten und Sicherheitsvorschriften. Und speziell bei Motivgebern, die jetzt in der Infrastruktur tätig sind, also sprich im öffentlichen Dienst, im öffentlichen Raum tätig sind, sind momentan keine Drehgenehmigungen zu erwarten. Ich hörte auch schon von einem Projekt, was entscheidende Szenen in einem ICE hat. Solche Sachen sind unter großem Aufwand mit der Deutschen Bahn ja normalerweise dann doch zu machen, sogar manchmal in erstaunlichem Umfang. Momentan ist das komplett ausgeschlossen. Die haben momentan andere Sorgen, obwohl sie von außen gesehen ja eigentlich deutlich weniger Fahrgäste haben als sonst, auch weniger Bahnhofsbesucher, nehme ich mal an, als sonst, und sich das fast anbieten würde, da zu drehen. Aber das ist kritisch zu beobachten, ob das möglich sein wird demnächst. Aber es gibt ja auch so U-Bahn-Strecken, die noch nicht eröffnet sind oder so Stummel, also zum Beispiel in Berlin. Weil mit dem Bus wäre es ja einfacher, ne? Weil da kann man ja einfach den privaten Bus nehmen, oder? Da geht es doch dann. Ich fände den U-Bahn-Schacht fast sympathischer, weil da ist eine schöne Zugluft.
Okay, gut. Aber das, was du gerade gesagt hast, heißt ja auch tatsächlich, dass sich unsere Filme verändern werden jetzt auf absehbare Zeit. Ja? Also auf unabsehbare Zeit, erstmal so lange wie die Krise läuft, wie die Pandemie da ist, werden dann bestimmte Stoffe einfach nicht machbar sein und nicht erzählt werden. Und damit wird es die auch nicht geben. Ja? Das sollten wir ja auch immer im Auge behalten, dass das trotz aller Arbeitssicherheit, eben das war das meine Anfangsthese eben bestätigt, das hat auch inhaltliche und damit ja zensurelle Folgen, die man ja nicht immer vielleicht am Anfang gar nicht bedacht hat dabei. Ja? Und ich finde, dass wir als Akademie das auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Wie verändert sich dadurch das Programm? Weitere Fragen? Ja, eine Frage dann direkt nochmal an den Sebastian Neitsch. Welche Strategien gibt es für den Fall, dass ein Teammitglied erkrankt? Wurde ein fixes Protokoll entwickelt? Ist eines verfügbar? What is best practice? Welche Erfahrung gibt es damit? Firmen sollten für sich grundsätzlich überlegen, wie in solchen Fällen zu verfahren ist. Das ist allerdings erstmal sind Maßnahmen, die in den Betrieb und in den Drehort auch hineinlaufen. Sprich, in dieser ganzen Krisensituation gilt, gute Kommunikation ist die Voraussetzung. Und das beginnt ganz am Anfang und das zieht sich in alle Details hinein. Die Thematik muss kommuniziert werden, sie muss verständlich kommuniziert werden. Damit lässt sich viel, viel, viel erreichen. Ich glaube, Lisa Maria Potthoff war auf einem Projekt, wo sehr, sehr offensiv mit dem Thema umgegangen wurde und sehr gut kommuniziert wurde, schon zum Zeitpunkt des Abbruchs. Das ist ein Beispiel, glaube ich, für eine Produktion, wo das schon viele Leute eingefangen hat und auch dafür eingenommen hat, auch bei der Wiederaufnahme der Dreharbeiten dabei zu bleiben. In solchen akuten Zuspitzungssituationen muss man ein Kommunikationsprotokoll vorher sich ausdenken, damit ganz allen Beteiligten klar ist, wie sie damit umzugehen haben innerhalb der Firma. Die Firma selbst unterliegt dann den Maßgaben des zuständigen Gesundheitsamts. Jeder Fall ist zu melden und die Gesundheitsämter bestimmen, wie weiter verfahren wird. Ich habe das Gefühl, als ob sie da durchaus auch geneigt sind, mit Augenmaß vorzugehen. Also ich hörte schon von Produktionen, die jetzt schon Positivfälle im Team hatten. Und dann wird im Zweifelsfall noch ein zweites Mal getestet. Und es war jetzt auch mehrfach schon der Fall, dass es Testfehler gegeben hat. Und dass dann beim zweiten Test letztendlich eine Warnung gegeben konnte und nach 2 Tagen die Person wieder am Set zurückkehren konnte. Also das funktioniert nur im Zusammenspiel mit den Behörden ab dem Punkt. Frau Potthoff. Ja, ich wollte dazu auch nochmal sagen, also wir hatten einen Fall im Team, wo ein Teammitglied sich erkältet gemeldet hat. Es wurde sofort getestet und nach meiner Information wäre es in dem Fall so gewesen, dass wir hätten weiterdrehen können, weil wir uns an die Vorgaben gehalten haben. Ich glaube aber auch, wie Sebastian es sagt, es ist ein bisschen abhängig davon, bei welchem Amt, bei welcher Gesundheitsbehörde man anhängig ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich finde, wir Schauspieler sind im Moment in einer ziemlich schwierigen Situation, die drehen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass so dieser Fonds zustande kommt, zu dem vielleicht Sebastian ja auch nochmal was sagen kann. Weil ich mich tatsächlich gefragt habe, wir haben 2 Tage am Hafen gedreht, es war bitterkalt. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich an einem Morgen aufgewacht wäre und ich hätte irgendwie ein Halskratzen verspürt und ich sitze in meinem Hotelzimmer und frage mich, was tue ich im Moment, nachdem mein Produzent noch nicht geschützt ist? Mache ich es dann so, wie mir angeraten ist, dass ich gar nicht das Set betrete, dass ich melde, dass ich Symptome einer Corona-Erkrankung beziehungsweise einer einfachen Erkältung habe? Das führt aber im Moment dazu, dass wenn ich ausfalle als Schauspielerin, dass der komplette Dreh steht und dass der Produzent absolut ungeschützt mit seiner Produktion dasteht. Und nur, so wie ich es verstanden habe, wird ein Fonds, in den alle einzahlen, die Produzenten, die Filme produzieren wollen, schützen. Weil wir Schauspieler sonst vor dieser schwierigen Situation stehen,
Ich vermute, es ist nur eine einfache Erkältung. Ich fühle mich bereit zu drehen. Ich kriege das in den Griff. Es könnte aber auch Corona sein. Und ich bin verantwortlich dafür, dass ich 35 Teammitglieder anstecke und eventuell Teammitglieder versterben oder einen schweren Verlauf haben. Das finde ich im Moment eine ganz schwierige Situation. Ja, das ist sicher auch eine schwierige Frage, wie die Verantwortung des Einzelnen dann gegenüber dem Produzenten, gegenüber aber auch natürlich seiner Berufsauffassung und dem Team zu handhaben ist. Vermutlich ist wichtig, was Herr Neitsch ja eben auch gerade gesagt hat, dass man eine sehr offene Kommunikation unter diesen Corona-Bedingungen miteinander pflegen muss und dann solche Fälle auch gemeinsam bespricht und entscheidet, damit nicht der Schauspieler alleine dann hinterher sagt, oh Mist, wäre ich mal nicht an den Drehort gegangen, dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Nee, ich denke auch wichtig wird sein, dass Corona Teil der Versicherung wird, dass nicht das Risiko komplett bei den Produzenten liegt. Weil ein Produzent natürlich, sobald ein Schauspieler unversichert ausfällt, ein massives Problem hat. Oder sehe ich das falsch, Sebastian? Das ist doch im Moment die Situation, in der sich Produktionen befinden, oder? Das ist richtig. Also es gibt, man kann generell sagen, dass Pandemiefälle und Pandemiefolgen nicht versichert sind. Mhm. Also weder in allgemeinen Produktionsbedingungen noch konkret in den immer wieder zitierten Ausfallversicherungen. Und auch nicht, was bei uns in Deutschland jetzt bei nur wenigen Produktionen, meistens internationalen Co-Produktionen zum Tragen kommt, auch nicht bei Completion Bonds. Die verhalten sich dann nicht anders als andere Versicherer. Mhm. Und das gilt global. Es ist mir eine einzige Ausnahme bekannt, dass Netflix tatsächlich einen Rahmenversicherungsvertrag hat, international, der Pandemiefälle mit einschließt. Das ist allerdings auch nur ein relativer Schutz. Das deckt einen Teil des Problems ab, aber das andere nicht. Sprich, es sind wahnsinnig hohe Selbstbehaltsummen im Spiel, bevor diese Versicherung überhaupt Geld zuschießt. In 2 Wochen Unterbrechungslücke ist von dieser Versicherung unter diesen Bedingungen sicherlich auch nicht gedeckt. Aber man hat immerhin sich Planungssicherheit eingekauft. Wenn man jetzt im Herbst ein Projekt starten möchte, dann kann man jetzt schon Verträge machen und alles vorbereiten und Kreative verpflichten und alles vorbereiten. Dieser Vertrag von Netflix läuft allerdings auch Ende diesen Jahres aus und wird unter den gegebenen Umständen von dem Versicherer unter diesen Konditionen sicherlich nicht verlängert werden. Die Produzenten in Deutschland streben ähnlich wie in Österreich einen staatlichen Fonds an, der als Summe erstmal im Raum steht und wahrscheinlich Teil eines Wirtschaftspakets für diese Branche sein wird. Ich bin auch guter Dinge, dass es dazu kommen wird. Wir sind ein Team, weil wir so viel Wert auf allseitige Kommunikation legen, tatsächlich gestern und auch heute in 2 Gesprächsrunden, einmal mit der Produzentenallianz und einmal mit dem Produzentenverband, eingeladen gewesen und ich höre, dass die Verhandlungen voranschreiten. Die gestalten sich in Deutschland tatsächlich nur schwieriger als jetzt zum Beispiel in Österreich, weil wir in Deutschland auch in dieser Frage ein föderales System haben und auch in dieser Frage natürlich auch noch ein vielschichtiges Trägersystem haben von Finanzierungspartnern, die da irgendwie eingebunden werden müssen. Auch die Sender haben ja schon einen Rettungsschirm aufgespannt für ihre Auftragsproduzenten, der aber halt nicht 100% umfasst und auch nicht auf endlose Dauer ausgelegt ist, nach jetzt aus heutiger Perspektive. Also das Risiko trägt momentan komplett der Produzent. Das ist richtig. Aber ich würde gerne eine Frage aus dem Publikum anschließen. Die geht auch wieder an den Sebastian. Falls es zwischendurch passt, wird die gefragt, wie handhaben die Produktionen die Bezahlung von quasi Quarantänetagen? Gleich nur eine zweite Frage hinterher, weil das ist das Gleiche. Wer zahlt die ein- oder zweiwöchige Quarantäne für die Schauspielerinnen? Sind die Schauspielerinnen und Schauspieler dann nicht arbeitsfähig in dieser Woche und werden entlohnt dafür? Gibt es da eine Idee oder gibt es da eben Vorschläge in dem Maßnahmenkatalog?
Naja, diese Frage impliziert in der Praxis zwei Punkte. Zum einen ein Quarantänezeitraum vor Aufnahme der Tätigkeit war ja bisher tatsächlich auch selten jemals ein Vertragszeitraum. Das heißt, wir reden hier also nicht nur über das Thema Vergütung an sich, sondern insgesamt über Vertragszeiträume und Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist zum Beispiel auch noch überhaupt nicht wirklich klar, ob denn Quarantänemaßnahmen überhaupt auf Dauer ausgelegt eine Lösung für unsere Branche sein können. Denn wenn ich jetzt einen Schauspieler habe, selbst eine Hauptrolle, die von meinen 23 Drehtagen vielleicht nur 6 hat, ist es ja nun durchaus nicht unüblich, dann zwischendurch doch auch nochmal was anderes zu machen als nur meine Produktion. Und wie soll das funktionieren? Wie soll ich dann Quarantänemaßnahmen oder Quarantänestandards zwischen diesen beiden Produktionen auf demselben Niveau halten, sodass ich eine Gewissheit habe, dass ich selbst dann unter überprüfbar, dass es überprüfbar ist, dass wir wirklich geschützt sind, alle zusammen. Das ist sehr, sehr schwer umsetzbar und wird auch darüber geredet, mehr Exklusivverträge, dass man Schauspieler tatsächlich über einen gesamten Zeitraum an sich bindet, wie es in der finanzstarken US-Filmindustrie durchaus üblich ist, selbst für wenige Drehtage, dass man für Zeiträume bezahlt wird und nicht so sehr für den Tag, an dem man dann zufälligerweise auch mal vor der Kamera steht. Das ist die eine Frage. Die andere Sache ist, nein, es ist noch beachtliches Schweigen, glaube ich, in der Branche zu dem Thema. Ich versuche das selbst schon herauszufinden, was sich denn da einbürgert. Ich glaube, da ducken sich alle noch gerade strategisch weg zu dem Thema und versuchen das individuell zu gucken, wie weit sie mit den Künstleragenturen denn so kommen. Ich höre konkret von ausländischen Schauspielern, die hier schon für deutsche Produktionen jetzt verpflichtet werden, wo das ganz klar ist. Also jeden Tag, den der Kollege oder die Kollegin dann vorher in Deutschland sich aufhält und sich da in Quarantäne begibt oder auch nicht, ist ein bezahlter Tag. Punkt. Ob sich das so als Standard hier bei uns durchsetzt, dann ist halt die Frage, welche Vergütung fällt dann für solche Tage an? Dazu kann ich aus der Praxis tatsächlich noch nichts sagen, weil auch ich, wie die beiden anderen Kolleginnen hier auch in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich ehrenamtlich mit diesen Konzeptarbeiten und der Kommunikation untereinander verbracht haben und nicht in einem Projekt stehe. Also für dieses Engagement, lieber Stefan, möchte ich Ihnen dreien auf jeden Fall schon mal danken. Sie als Stellvertreter der ja wohl doch ziemlich großen Gruppe Wir sind ein Team. Und ich finde das fabelhaft, dass da alle Gewerke ihre Expertise eingebracht haben und daran gearbeitet haben, dass praktikable Lösungen gefunden werden. Aber Stefan, wenn du noch Fragen hast, dann können wir ja auch noch ein bisschen weitermachen. Es sei denn, irgendjemand muss dringend irgendwo hin. Es wird hier hat irgendwie Termine, Verabredungen oder sonst irgendwas. Es gibt hier sozusagen eine Antwort aus dem Publikum. Die Sender sprechen momentan alle gemeinsam darüber, eine verbindliche Vergütungsregel für Schauspieler in der Quarantäne zu definieren. Dies ist aber aktuell noch alles Work in Progress. Und dann vielleicht auch noch eine wichtige Information, weil es auch gefragt wurde an alle Zuschauer. Es gibt eine Internetseite, die hatte Saskia dankenswerterweise an alle vorhin rumgeschickt. www.wirsindeinteam, das ein als eins geschrieben, also als Zahl, www.wirsindeinteam.de. Also dort kann man diesen Maßnahmenkatalog abrufen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt zu dieser Anmerkung, aber da kann man auf jeden Fall alles nachlesen. Ja, das ist nicht nur ein Maßnahmenkatalog runterzuladen, sondern tatsächlich für die Filmschaffenden interessant sind eben auch die Arbeitsgruppenpapiere für die unterschiedlichen Gewerke. Es sind nicht alle Gewerke vertreten im Team, das ist klar. Schauspieler zum Beispiel sind erst vor anderthalb, zwei Wochen mit dazugestoßen. Da hat es schon lebhafte Diskussionen gegeben, aber jetzt nicht sowas wie ein Arbeitspapier, weil der Fokus von Wir sind ein Team ja auch tatsächlich auf die Umsetzung von Schutzmaßnahmen gerichtet ist und die Schauspieler vor der Kamera sind davon sicherlich auch berührt.
aber müssen sich darauf verlassen können, dass sie eigentlich in einem Konzept aufgefangen werden, dass sie das, was von ihrer Kunst übrig bleibt, in dieser Situation auch sicher umsetzen können. Es gibt dann die Frage, ich vermute eines Regisseurs, ich soll ab nächste Woche drehen, wurde nicht getestet. Ist es im Moment Usus, das Team und Cast vorher generell zu testen oder nur bei Symptomen? Eine ähnliche Frage geht in die Richtung einer Produktionsleiterin für Werbe- und Imagefilme. Da werden ja meistens nur 2 bis 3 Tage gedreht. Da scheint es unpraktisch oder nicht umsetzbar, die Darsteller, Models in Quarantäne zu schicken und die Techniker auch nicht. Gibt es da Ideen, wie man dort den Vorgaben entsprechen kann? Also nochmal eingangs gefragt, gibt es da eine konkrete Vorgabe, wie die Testungen verlaufen? Die einzige Vorgabe, die wir zu diesem Thema tatsächlich haben, ist die von der BGE-TEM. Die kann man dort nachlesen und sieht Testungen in Verbindung mit quarantäneartigen Maßnahmen vor. Wir dürfen nicht vergessen, die Grundlage dessen, was wir eigentlich alle wissen, es gibt nicht viel, was wir gegen diese Infektionen tatsächlich aktiv unternehmen können. Das sind die grundlegenden Maßnahmen. Hände waschen, Kontakte minimieren, dazu gehört auch der Mindestabstand, bis hin zu einfach weniger Leute treffen. Und so banal es klingt, lüften, also die Luftbelastung in geschlossenen Räumen reduzieren. Das ist es, was man tun kann. Testen ist kein Schutz vor einer Infektion. Es kann nur eine ergänzende Maßnahme sein. Und für uns wurde diese Maßnahme schon sehr offensiv und pragmatisch ausgelegt, damit wir Mindestabstände vor der Kamera ungeschützt unterschreiten dürfen. Dann gibt es noch eine Frage nach Drehgenehmigungen. Im öffentlichen Raum werden ja keine Drehgenehmigungen geteilt, da weiß ich aber Gegenteiliges hier aus Berlin, ehrlich gesagt. Wie reagieren da potenzielle private Motivgeber? Also die öffentlichen Drehgenehmigungen werden inzwischen regional unterschiedlich gehandhabt oder kommunal sogar unterschiedlich. Der jeweilige Genehmigungsgeber sieht das anders. Auch ein Ziel unserer Initiative ist es, im Zweifelsfall auch zusammen mit den Film Commissions einfach auch nach außen hin klar das Signal zu senden, wir haben einen Plan, wir wissen, was wir tun, wir haben ein Schutzkonzept, wir sind in der Lage, uns, unsere Mitwirkenden zu schützen und auch die Außenwelt vor uns zu schützen. Und diese Nachricht hoffen wir sehr, dass die sich so kaskadenmäßig durch die Ordnungsbehörden dann so langsam mal herumspricht, so dass wir wieder als Arbeitende in der Öffentlichkeit akzeptiert werden. Dann gibt es hier noch die Anregung aus dem Publikum, doch vielleicht einfach Schauspieler Großfamilien zu besitzen, weil die dürfen ja wahrscheinlich sich dann auch über die 1,50 Meter nähern, oder? Das habe ich jetzt ein bisschen humorvoll abgewandelt, die Frage. Stefan, nehmen wir das als Schlusswort oder hast du... Nee, ich würde eine gerne in der Info vielleicht noch. Der Frank Döhmann schreibt uns aus dem Vorstand der Akademie, sogenannte Hold-Tage für UK-Schauspieler werden zurzeit mit 50% der Tagesgage vergütet. Also es gibt ja grundsätzlich im internationalen, im angelsächsischen Bereich ein ganz anderes Vergütungssystem bei Schauspielern, aber da ist es dann auch so, dass, wenn ich richtig informiert bin, die Tagesgage der Schauspieler deutlich geringer ist. Also die kriegen halt auch so sogenannte, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Anwesenheitstage oder Wartetage dann bezahlt. Dafür sind aber dann auch die Aktivitätentage geringer bezahlt. Also das System ist einfach ein anderes. Ich denke, das war es im Großen und Ganzen, zumindest aus der Sicht der Zuschauer. Barbara, dann würde ich gerne noch mich noch einmal sehr herzlich bei unserer Runde hier bedanken. Bedanke mich aber auch bei den Zuschauern, die ja offensichtlich in großer Zahl teilgenommen haben. Ich bin ganz sicher, dass wir uns über das Thema Drehen zu Corona-Zeiten nicht zum letzten Mal unterhalten haben, sondern dass wir immer noch wieder andere Aspekte möglicherweise dieses ganzen Umbruchs oder dieser starken Veränderung diskutieren werden können und sollen.
Eines scheint im Moment sicher zu sein, für jeden, der eine Produktion in Angriff nimmt, wird die Angelegenheit teurer, als sie bisher unter normalen Bedingungen, vor Corona-Bedingungen geworden wäre. Zitiere nochmal Nico Hoffmann, der es gar nicht für abwegig gehalten erklärt hat, dass man sich über Drehen in Neuseeland oder Island Gedanken machen sollte. Allerdings auch, weil es dort sehr attraktive Tax-Refunds gibt. Dafür höre ich aus der einen oder anderen Filmcommission, dass amerikanische Produzenten anfragen, ob sie nicht in Deutschland drehen könnten, weil bei uns doch alles hier so ordentlich geregelt sei. Dafür, dass es ordentlich geregelt ist, danken wir auch. Wir sind ein Team, sehr herzlich. Wir hoffen, dass alle diese Regeln allen, die drehen, den Schutz gewähren, den sie gewähren sollen, aber nicht die Freude daran verderben, zu schreiben, zu spielen, Regie zu führen, die Schauspieler zurechtzumachen für ihre Rolle oder als Redakteur verantwortlich zu sein für das, was dann ein Produkt unter diesen Bedingungen herauskommt. Also noch einmal herzlichen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend. Ja, Barbara, auch dir ganz, ganz herzlichen Dank für diese tolle Moderation. Bevor sich jetzt alle ausschalten, würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass man die Aufzeichnung dieser Runde auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal der Akademie, wahrscheinlich ab morgen oder spätestens übermorgen sehen kann. Also alle, die das verpasst haben, alle, die sich informieren wollen, könnt ihr auch bitte gerne alle weitersagen. Und nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Masterclass Kreative Fragen Kritiker. Dominik Graf wird im Gespräch sein mit Rüdiger Suchsland. Das Ganze findet statt am Dienstag, den 9. Juni, wird moderiert von Chun Mai Tan und findet statt am 9. Juni um 18.30 Uhr, also nächste Woche Dienstag. Das auch nochmal mit einem ganz herzlichen Dank an das Team im Hintergrund verbunden, Cornelia von Braun, die ganz viel hilft, diese Runden zusammenzustellen, und Saskia Albers aus unserem Büro, die die gute Seele ist und das ganze organisatorische Mensch. Und auch von mir nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an die große Runde.